Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Zöller. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 25. Oktober. Gut, beginnen wir zunächst mit dem Tagesschart vom Vortag. Wir waren am Vortag im blauen Kreis und sind daher von weiter steigenden Kursen ausgegangen. Der DAX ist dann auch um 0,58% auf 12.872 Punkte gestiegen. Wir sind dann noch über unseren markierten Shortbereich zwischen 12.810 und 12.850 Punkte angestiegen, konnten im Tagesverlauf dann die Marke von 12.900 Punkten überwinden und ein Tageshoch bei 12.914 Punkten markieren. Dann ging es wieder etwas runter. Vorbürstlich notieren wir aktuell im Bereich von 12.870 Punkten praktisch unverändert. Und ich bin gespannt, ob wir nun die Marke von 12.900 Punkten auch noch nachhaltig überwinden können. Dann würden wir Kurs nehmen auf die Marke von 13.000 Punkten. Allerdings ist der DAX hier schon enorm gestiegen. Wir sind hier praktisch seit Anfang Oktober in einem Stück hochgelaufen. Wir hatten so gut wie gar keine Korrektur vollzogen und haben nach unten noch die beiden offenen, oft erwähnten Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten. Für den heutigen Freitag befinden wir uns weiterhin im Long-Modus. Der Kreis ist weiterhin blau. Ich rechne aber trotzdem in naher Zukunft mit einer Trendwende und auch mit einem Rücklauf zur Schließung der nach unten offenen Gaps bis 12.200 Punkte, um dieses Gap hier bei 12.202 Punkten zu schließen. Aktuell ist aber weiterhin mit steigenden Kursen zu rechnen, solange der Kreis nicht von blau auf rot dreht. Eine Möglichkeit wäre nun, dass man weiterhin long geht und diese Long-Positionen eng absichert und darauf wartet, dass der Kreis dann von blau auf rot dreht und in diesem Fall dann Short-Positionen eingeht, die man dann auch wieder eng nach oben hin absichert. Die neuen Markierungslinien befinden sich für den heutigen Freitag zwischen 12.870 rot und 12.910 Punkten dunkelrot und nach unten zwischen 12.750 dunkelgrün und 12.800 Punkten hellgrün. Das wären dann wieder für heute unsere Long- und Short-Bereiche, wobei Short-Positionen, solange wir den blauen Kreis haben, nicht über Nacht gehalten werden sollten und eng abgesichert werden sollten. Ich möchte noch einen Blick werfen auf den S&P 500. Der S&P 500 kommt aktuell wieder mal nicht über die Marke von 3000 Punkten wirklich hinaus. Wir befinden uns hier in einem enormen Widerstandsbereich zwischen 3000 und knapp 3030 Punkten. Das Verlaufshoch unter 3030 Punkten wurde bei 3027 Punkten in den Vorwochen gebildet und möglicherweise bilden wir hier nun einen Dreifachtop und drehen dann in Folge wieder nach unten ab. Dafür würde auch noch das offene Gap hier im Bereich von 2948 Punkten sprechen, was noch nicht geschlossen wurde. Und sollte der S&P 500 dann dieses Dreifachtop bilden und wieder nach unten abdrehen, ein erstes Signal dafür wären wieder Kurse unter 3000 Punkte, dann dürfte dies auch den deutschen Leitindex DAX belasten. Der S&P 500 gilt als Taktgeber und wenn der nicht mitzieht und nicht mit nach oben ausbricht, dann wird die Luft für den deutschen DAX auch weiterhin sehr dünn bleiben. Und hier wäre dann mit einer erneuten Abwärtsbewegung zu rechnen, die dann vom S&P 500 gedeckt werden würde. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Die Lage ist wie folgt: Der DAX steigt zwar weiter an, wir sind auch weiterhin im blauen Kreis und solange der Kreis nicht von blau auf rot dreht, ist weiterhin mit steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings befindet sich der DAX in sehr dünner Luft. Wir haben nach unten zwei offene Gaps. Die Indikatorenlage trübt sich aktuell weiter ein und ist kurz davor, auf Short zu drehen. Und wir haben im S&P 500 keinen Durchbruch. Der krebst weiterhin im Bereich von 3000 Punkten herum. Und es ist noch kein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelungen. Möglicherweise bilden wir im S&P 500 einen Dreifachtop. Der dreht dann möglicherweise wieder nach unten ab und würde dann auch den deutschen Leitindex DAX belasten. Ich melde mich dann am Montag wieder mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chart Flash und wünsche Ihnen für den heutigen Freitag viel Erfolg im Handel sowie ein wohlverdientes und erholsames Wochenende.